Ja, hallo Sophie. Hallo. Es gab gerade ein Interview mit Ben und Luna von, naja, nicht direkt von Young Vision, aber die ja viel Young Vision begleitet haben. Und im Grunde habe ich das ja ein bisschen auf gemacht, weil ich inspiriert bin, weil du da immer so freudig von erzählst. Wie findest du das, dass ich da jetzt ein Interview gemacht habe? Ich finde das sehr schön, da dann vielleicht mehr Menschen von diesem Verein erfahren, der wirklich wunderbare Arbeit leistet. Und auch einfach für viele Jugendlichen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es Young Vision gibt, dadurch die Chance entsteht, das kennenzulernen. Und was findest du selber richtig so richtig cool? Weil immer, du bist immer so begeistert, ich bin ja nie dabei und von daher finde ich es natürlich immer spannend zu hören, was dich da begeistert. Ja, halt, dass man halt einfach mit vielen verschiedenen Menschen, die komplett, teilweise komplett unterschiedlich sind und dann halt auf einem Platz, in einem Haus oder halt zusammen ist und dann diese Schnittstelle entsteht, wo alle sich tief, total tief kennenlernen können und einfach ihre Identität oder ihre Personality weiterzuentwickeln. Und das im Rahmen von einer sehr liebevollen Umgebung. Das hört sich schon mal sehr schön an und das, ja, das würdest du auch mehr Jugendlichen wünschen, sozusagen. Oder euch würdest du da wünschen, dass da noch mehr dazu kommen? Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr dazu kommen. Dann wird die Vielfalt noch viel höher. Und es gibt bestimmt Jugendliche da draußen, denen würde das sehr gut tun, zu Young Vision zu kommen. Und auch Young Vision tut es gut, denn noch mehr Leute kommen. Was ist so das Allercoolste dabei, weil eben ich merke, also höre ja so, da macht er Sachen mit Entwicklung, da ist viel Begegnung drin, da ist anscheinend ja auch viel Party drin. Und so, was ist so das Allercoolste? Gibt es irgendwas, wo du richtig herausheben würdest aus dem? Ja, dass man halt, also zum Beispiel, man merkt halt, dass die Menschen ganz nicht anders werden. Also die sind halt immer so. Aber man ist halt einfach so mit den Menschen zusammen und erlebt mit den ganzen Leuten da so viel, dass sich das über die Wochen, also teilweise schon über 3 Tage, die manche nur da sind, so entwickelt, dass man am Ende denkt, man kennt die Leute so schon 10, 20 Jahre, obwohl man selbst gar nicht so alt sein kann. Und das finde ich einfach richtig schön, weil man dadurch so eine Geborgenheit bekommt, die man viel im Alltag, also im Alltag hat man die auch, aber die man viel im Alltag nicht bekommen kann. Also so wie fast wie Gemeinschaft oder Familie, auf jeden Fall ein tolles Netzwerk. Ja, ich würde das zwischendurch, also ich würde das schon eine Art Familie nennen, Young Vision, ja. Ja, und noch eine weitere Frage. Was denkst du, hat dir selber dabei am meisten gebracht oder wie hat es dich selber am meisten unterstützt, diese Begegnungen da drin oder diese Teilnahme? Also einmal, dass ich quasi dich bestätigt bekommen habe, war halt gelernt habe, dass ich mich selber so mögen darf, wie ich halt bin. Zum Beispiel viel mehr mich selbst entfalten kann und auch viel mehr meine eigene Sache mache, die ich normalerweise nicht machen würde, wenn ich da nicht diesen Raum hätte, wo ich weiß, da sind Menschen, die haben mir das gezeigt, dass ich das kann. Quasi. Also die Erlaubnis, du selber zu sein. Ja, gar nicht mal die Erlaubnis halt. Dadurch, wenn man das zum Beispiel. Ich habe das ein bisschen vergessen, dass ich auch ein bisschen ich selbst sein darf. Und seitdem ich bei Young Vision bin, habe ich das halt wieder gelernt, weil da halt dieser Raum ist, wo du quasi fast. Du kannst so sein, wie du willst. Und dadurch habe ich halt gelernt, dass ich diesen Teil mit in mein Leben nehmen kann, also mit in mein Leben außerhalb von Young Vision. Und da dann auch so sein kann, wie ich bin. Und seitdem fühle ich mich auch selbst viel wohler und Menschen kommen auch viel glücklicher auf mich zu, weil sie merken, dass ich glücklicher bin. Toll, wunderschön. Danke dir.